Endlich wieder Sonne, das heißt, es ist Zeit für einen Frühjahrsputz. Jetzt checken wir mal den Pool und schauen, was wir alles tun müssen, um den wieder ready zu bekommen. Jetzt öffnen wir mal die Pforte zum Glück. Ich habe letztens schon etwas aufgeräumt. Ja. Hier und da so ein paar Mikroorganismen, die hier rumtreiben. Das muss man auf jeden Fall wegbekommen, aber insgesamt bin ich auf jeden Fall happy. Es sieht so viel besser aus als die letzten Male. Sonst, wenn wir das geöffnet hatten, war immer alles grün. Und jetzt habe ich aber das Glück, dass hier zwar irgendwie lauter Shit drin liegt, aber der ist locker. Das heißt, ich muss nicht wieder stundenlang hier versuchen, den Boden frei zu schrubben, sondern ich muss es irgendwie nur schaffen, dass diese Schwebstoffe weggehen. Aber ich muss da auf jeden Fall was anderes nutzen als diesen Besen, nämlich einen schönen Poolroboter. Bring Vacation home. Ja, genau das wollen wir hier mit unserer Surferbase ja schaffen. Ich will Vacation. Oh nice, okay, hier haben wir schon gleich Tipps, wie man das nutzen kann. Boah, nice, schau das mal an. Ich liebe ja die Farbwahl. Boah, es ist schön verpackt. Siehst du schön aus. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich jetzt hier darüber freue, wenn man jetzt ja schon einige Saisons immer in diesem blöden Pool drin stand und da ewig lang geputzt hat, ist das einfach so eine Erleichterung, was der uns jetzt hoffentlich abnehmen wird und wenn der jetzt da durchwandert. Ja, sieht ja eigentlich jetzt von der Bedienung her nicht so schwer aus. Also hier ist jetzt wirklich nur ein Kabel dabei, ein Hook und der kleine Alper. So, ich mache mich jetzt einmal mit der Anleitung hier vertraut, aber ich bin guter Dinge, dass es eigentlich schnell funktionieren sollte, weil das Zubehör ja super übersichtlich ist. Finde ich irgendwie total krass, weil ich hatte mir letztes Jahr einen Poolroboter von einer Freundin ausgeliehen und da war irgendwie so voll das massive Gestell noch dabei und dann war ein Kabel dran und alles. Also hier, das ist ja total übersichtlich und sieht so schön aus. ASMR. Also, dieser Poolroboter wäre für eine Poolgröße von 150 Quadratmetern geeignet. Wir haben tatsächlich nur circa um die 40. Das heißt, es sollte absolut super funktionieren. Ladezeit steht hier 4 Stunden. Das heißt, da müssen wir jetzt ein bisschen warten, bis er sich auflädt. Und dann soll er 150 Minuten laufen. Und das müsste ja dann eigentlich für unseren Pool locker reichen. An sich gibt es jetzt auch gar nicht so viel zu beachten, außer dass wir jetzt hier die obere Abdeckung haben. Und dann den Filterkasten, eine LED-Leuchtegriff und die Walzenbürste. Krass, das ist echt alles super simpel und selbsterklärend. Schaut mal, ich kann das einfach hier öffnen, rausnehmen, wieder einhaken, schließen, zack, zack. Fühlt sich alles echt gut hochwertig an auch. Dann heißt das auf jeden Fall, bevor ich hier irgendwas weitermache, aufladen. Also hier kann man es einfach aufladen. Dann nehme ich mir jetzt mal das ganze Gerät mit zur Steckdose. Und gibt immer ein bisschen Zeit. So, der Roboter hat jetzt auf jeden Fall schon einen Ton gemacht und hier sieht man auch, dass es am Laden ist. Ich habe die Anleitung jetzt einmal durchgelesen und bin irgendwie schon richtig positiv beeindruckt. Der hat einen Eco-Modus und das sollte dann wirklich eine Woche lang alle 48 Stunden, 45 Minuten oder so durchputzen. Also ich bin echt gespannt und ich bin auch vor allem so happy über dieses Handling, weil da ist echt gar nicht so viel zu, ja, da gibt es jetzt gar nicht so viel zu beachten. Einfach wirklich laden und dann hoffentlich reinschmeißen und dann klappt es. Also jetzt gar nicht so eine ellenlange Anleitung, wie ich das letztens bei meiner Sandfilteranlage hatte, vor der es mir jetzt auch immer noch graut, weil ich die jetzt ja auch demnächst wieder aktivieren muss. Aber jetzt dachte ich mir, erstmal reinige ich hier nochmal den Rand, während das gute Stück am Laden ist. Das soll nämlich an die 4 Stunden dauern. Und genau, hier ist jetzt noch an den Seiten so viel Zeug und ich bereite es jetzt ein bisschen vor, weil hier schon irgendwie so viel Shit einfach wächst und liegt. Und dann blasen wir es hier gleich alles richtig frei. Damit uns auch nicht wieder der ganze Dreck auch in den Pool reinfällt, sobald wir hier mal was öffnen. So, hier haben wir noch ein Stück Baum liegen. Der muss erstmal weg. Sieh, komm! Oh, ah, Scheiße, es hängt! Oh.
Ich will den Kärcher. So, nachdem wir jetzt außen, so gut es ging, alles frei gemacht haben, müssen wir jetzt uns wirklich mal an das Innenleben des Pools machen. Ich hoffe, dass jetzt der Roboter gleich voll geladen ist. Ich bin nämlich schon so richtig aufgeregt, ihn jetzt endlich einzusetzen. Also der Eiper ist nun fertig geladen und hat jetzt 4 verschiedene Modi. Einmal den Automodus, dann Pool, Wand, Boden und Eco-Modus. Und ich teste es jetzt erstmal mit dem Automodus und da soll er dann einfach hier seinen eigenen Weg sich entlang bahnen und alles sauber machen und am Ende wieder zurückkommen. Und dann können wir ihn wieder neu laden oder trocknen. Das ist jetzt der Automodus und jetzt hat man ihn gerade schon einmal gehört. Er testet jetzt gerade, ob er schon im Wasser ist. Ich muss innerhalb von 30 Sekunden machen. Der muss sich jetzt ja erstmal zurechtfinden, sein neues Zuhause kennenlernen. Der misst jetzt selbst einmal den Pool aus und überlegt sich dann eine Route, die er jetzt dann entlang wandert. Und er geht sogar auch die Wände hoch. Hallo. Hallo. Na, machst du bitte alles sauber? Oh, ein schlaues Kerlchen. Also, unser kleiner Eiper macht jetzt hoffentlich die Arbeit gründlich und besser, als wir das könnten. Ich sehe auf jeden Fall, dass er das richtig geordnet angeht und hier Stück für Stück durchfährt und lasse ihm jetzt einfach mal seine Zeit. So, gestern ist es dann doch etwas später und auch dunkel geworden. Deswegen mussten wir den kleinen Eiper dann aus dem Wasser holen. Und jetzt bin ich gerade zurückgekommen in den Garten und bin richtig gespannt, denn gestern konnte ich gar nicht mehr sehen, wie es aussieht. Und ich muss sagen, es ist schon so viel ordentlicher als davor. Und das, obwohl wir ihn früher rausgeholt haben, als er seine Runde beendet hat, weil wir dann einfach gehen mussten. Aber schaut euch das mal an, dieses Ergebnis schon. Also da unten sind jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten. Aber dafür, dass hier so viele Schwebstoffe drin waren, dieser Pool wirklich jetzt die ganze Zeit noch nie eine professionelle Handhabung gesehen hat, bin ich richtig begeistert. Ich dachte mir, ich gucke jetzt einmal in den Filter schon einfach rein. So, mein kleiner Eiferscuba S1, mal schauen, was du alles eingesaugt hast. Oh ja, das sieht schon dreckig aus. Guckt euch das mal an. Das ist wirklich... Oh, das ist so ekelhaft. Das sind auch irgendwie so kleine Würmer drin, finde ich, so Regenwürmer. Bah. Ja, okay, nice. Also gut, dass das nicht alles noch in unserem Poolwasser drin ist. Das mache ich jetzt erstmal sauber. Schaut mal. Ich habe die gar nicht im Pool gesehen, aber... Da muss eine Schnecke drin gewesen sein. Selbst die hat er eingesaugt. Ah, und diesen Regenwurm. So, das kommt jetzt alles einfach weg. So, alles wieder leer. Also die leichte Handhabung, die gefällt mir bei dem Eiper schon mega. Es ist wirklich jetzt einfach nur dieses Sieb, was ich jetzt ausgeleert habe. Jetzt setze ich das ein und dann setze ich den Kleinen einfach wieder ins Wasser. Boah, man sieht schon da, wo er war. Da sieht er auf jeden Fall eine gute Spur an Ordnung hinter sich her. So, unser Eiper, der leuchtet jetzt gelb. Das bedeutet, dass der Akkustand zwischen 50% und 15% liegen muss. Jetzt gerade geht auch nicht mehr die Wände hoch. Aber ich sehe dafür schon total den Unterschied, da jetzt hier rechts, wo er schon war, und jetzt da links, wo er gerade lang fährt. Guck mal, da sieht man es jetzt schön, wie er alles aufnimmt, was da am Boden ist. Also echt mega. Ich bin so happy. Zieht er einfach seine Runden. Und wir können hier so stehen und chillen. Einfach zugucken, chillen. Arbeiten lassen. Und uns das trotzdem ein bisschen um unsere Wasserqualität kümmern. Denn ja, da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Wir sind ja leider nicht so die Pool-Profis. Und dann müssen wir irgendwann noch mal diese Filteranlage installieren. Oder schauen, ob wir das auch noch mal irgendwann verbessert bekommen. Und dann, glaube ich, kriegen wir es hin, dass dieser Pool hier richtig schön wird. Also
Das macht jetzt schon so einen himmelweiten Unterschied. Schau dir das mal an. Ein Traum. Wie nice ist das jetzt schon geworden? Und das dafür, dass da noch nichts richtig ist mit der Chemie, wir keine Filteranlage installiert haben und uns jetzt einfach den kompletten Winter nicht um diesen Pool gekümmert hatten und der dann auch schon diesen ganzen Sommer nur mit unserer stümperhaften Technik irgendwie gelaufen ist. Also zaubern geht ja nicht, aber der hat dafür schon alle Arbeit geleistet, die ich sonst hätte machen müssen. Oder wir hätten wahrscheinlich das Wasser ablassen müssen. Also ein Glück, dass das jetzt so gut geklappt hat. Falls ihr auch so ein Eifer benötigt, dann schaut mal unten in die Infobox. Da verlinke ich euch natürlich auch alles. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich wüsste nicht, was wir ohne den jetzt machen würden. Magst du rauskommen? Doch noch nicht? Ja, mach noch kurz. Aber nicht mehr so lange, okay? So gut sah der Pool zu der Jahreszeit noch nie aus und ich glaube, wir haben gute Chancen, dass wir den diese Saison besser durchs Jahr bekommen und auch selber viel Spaß im Pool haben werden. Mehr Videos gibt es natürlich auf diesem Channel, also folgt uns. Bye, bye.